Ey Leute, was geht? Ich bin's euer Bummermanu und heute kommt ein neues Tutorial. Ihr habt schon gesehen am Titel schon, es handelt sich um Call of Duty Black Ops 2, um den Multiplayer-Mode Redacted T6. T6 ist das Black Ops 2 T6. Und der Link ist in Beschreibung, aber ich erzähle euch schnell, um was es eigentlich handelt bei diesem Mode. Es handelt sich dabei um einen, ja, Bot-Mode, sagen wir mal so. Das heißt, ihr könnt online, also nicht online, sondern ist eigentlich ein Offline-Mode für diejenigen, zum Beispiel, die nicht online spielen könnten, aber trotzdem Black Ops 2 spielen möchten, oder für die, wo keinen Bock mehr auf Black Ops 2 haben, weil da Hacker drin sind oder ein paar Noobs und sowas, einfach wo gegen Bots spielen wollen und aber trotzdem Level up machen wollen, Prestige drücken wollen, Waffen Prestige drücken wollen und so weiter, alles freischalten wollen, Herausforderungen machen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hoffe ich. So, als erstes braucht ihr Black Ops 2 auf Steam. Falls ihr das noch installiert habt, rate ich euch, es auf Englisch zu installieren. Warum? Weil der Mod englische Dateien enthält. So müsst ihr dann sonst es auf Englisch umstellen und ich weiß nicht, ob das dann so gut klappen mag. Auf jeden Fall, wenn ihr das getan habt, könnt ihr mal Steam schnell kurz vergessen. Dann habt ihr hier in euren Steam Apps Ordner Black Ops 2 drin. Drückt ihr auf Rechtsklick, kopieren und macht eine Kopie davon. Die Kopie habe ich hier. Da sind meine gespeicherten Spiele drin, Black Ops 2. Und wie ihr seht, ist der schon drin geschoben und installiert. Hoppala, wascha. So, das ist die Exe hier, der Winra, nicht Exe. Packt ihr. Dann habt ihr diesen Ordner. Das sind. Ja, gleich, dachte schon. Ach, verpiss dich, Winra. Gut, dann zieht ihr einfach das alles in Ordner rein, überschreiben und kopieren. So, das erste, was ihr macht, geht in dieses ja, kurze Edit-Tool rein und ändert euch Username, euer Namen. Da steht, glaube ich, irgendwas mit Redacted drin. Englisch lasst ihr drin. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr es wirklich auf Deutsch auch speichern könnt. Ich habe es gar nicht probiert. Und da steht eigentlich viel mehr drin. Ich habe es rausgelöscht, um einen Fehler zu beheben. Der kam bis jetzt nur einmal wieder. Also denke ich, dass es schon daran lag. Das heißt, wenn ihr auf Steam Black Ops 2 Zusatzinhalte habt, alle samt, zum Beispiel habt ihr den Season Pass gekauft, dann braucht ihr die nicht rauslöschen. Denn ich habe es ausgelöscht, da ich nur Nuketown habe und das ist das DLC 0. Kann man sehr gut da drin auch lesen. DLC 0 ist dreimal drin. Weil es gibt nämlich nur eine Map, wo ein Multiplayer auch für Zombie gibt. Das ist Nuketown. Deswegen habe ich die 0 drin stehen lassen, weil ich die schon habe. Die Rest habe ich ausgelöscht. Um Fehler zu vermeiden. Das könnt ihr machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. So, dann lade ich euch, dann braucht ihr noch diese Steam App P JSON Datei, JSON Datei, die lade ich auch noch mit hoch, weil die ist bei, die installiert Steam nicht mit. Die ist nämlich von einer Skid Row, also von einer gecrackten Datei, Spielversion. Die braucht ihr um den Mod, ich weiß nicht wieso und warum, aber ihr braucht das auf jeden Fall. Lade ich auch noch mit hoch. So, dann. Wenn ihr das alles gemacht habt, seid ihr eigentlich schon so gut wie fertig. Aber ihr müsst natürlich ja wieder auf Level 1 fangen. Ihr könnt nicht mit eurem Online-Profil weiterspielen. Aber ich empfehle euch eh kein den Player gleich zu löschen, glaube ich. Also ihr müsst nicht, aber es wird, glaube ich, überspeichert oder ein separates gemacht. Denn mit dem Originalen könnt ihr immer noch Black Ops 2 spielen. Normalerweise. Ich mach's nicht, aber eigentlich ging's. Hatte ich auch schon mal. Das heißt, deswegen macht euch eine Kopie, dass das Original nicht kaputt geht. Natürlich könnt ihr, falls ihr was falsch gemacht oder nicht mehr haben wollt, deinstallieren, neu installieren, alles weg, alles fresh. Auf jeden Fall. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr eigentlich nur noch die Exe starten. Das ist die TXXX6 MPV43 starten. Das war alles. Ja. Dann kommt ihr ins Spiel rein und Rest erkläre ich euch im Spiel, wie das alles abläuft. So, also bis dann, ey.
Wie gesagt, alle Downloads sind in der Beschreibung. Ihr müsst nur die Beschreibung öffnen. Schreibe ich aber vielleicht einen kleinen Text noch dazu, falls ich jetzt was vergessen habe zu sagen. Also ich bedanke mich schon mal daher. Und ich hoffe, ich habe sehr viel Spaß dabei. Also wir sehen uns gleich im Spiel. Adieu. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zurück im Spiel bei Black Ops 2. Und so, dann schaut es hier ein bisschen anders aus wie das reguläre Spiel bei Steam. Bisschen anderer Hintergrund. Und da vorne, da steht die Version. Okay. Dann geht hier ganz normal hier auf Online. Wenn ihr ein bisschen wartet, kommt diese Anmeldung nicht. Also, aber ist auch hin und her, ob die jetzt kommt oder nicht. Auf jeden Fall seid ihr dann im Menü. Wie ihr seht, ich bin Level 53 von 55. Und man kann auch natürlich Prestige drücken. Ich weiß gar nicht, wie viel Prestige es gibt bei Black Ops 2. 10? 15? 15, glaube ich, oder? Also bei Black Ops 1 gab es 14 oder 15. Da bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher, da ich damals, wie ich Black Ops 2 rausgekommen ist, auf der Xbox gezockt habe, da war ich, habe ich nämlich nur bis Prestige 5 gemacht, 4, ich weiß es nicht mehr, egal. Auf wie dem auch sei, ihr geht dann auf Public Match. Ihr könnt hier unsere Klassen anpassen, ganz gewohnt halt. Wie ihr seht, Prestige Weapon. Können wir gleich was drücken, damit ihr seht, dass es geht. Und Waffenprestige Nummer 1. Ein Sternchen. Müssen wir alles neu freischalten. Alles klar. Natürlich, die Tarnungen bleiben wie gewohnt. Clantech habe ich noch nicht. DCs. Ihr habt eigentlich so viel freigeschaltet, wie ihr es eigentlich in Steam runtergeladen oder gekauft habt. Also ich habe nur die Ghost, weil ich das Ghost auch habe. Das ist die neue von dem Mod, Roxanne. Von Elite Member und das ist, ja, Collector Edition, Digital Tarnung. Alles klar, wir nehmen einfach trotzdem Bloodshot. Finde ich einfach die geilste, bis auf Gold und Diamant halt. Aber die zwei gehen auch noch, Ghost Tech und Cryptech. Auf jeden Fall, dann geht der Find Match und am besten, dass es kein Error kommt, weil Max bekommt einen Error. Es kann auch sein, das liegt daran, dass ich keine DCs habe, sondern nur Nuke Town. Denn ich habe früher immer Nuke Jacket gespielt, da kam manchmal irgendein Fehler, ein Dump-Fehler. Ich weiß nicht, ob es drin liegt, dass die Bots, die kein Team, nur Team Deathmatch verträgt oder ob es an Nuke Town liegt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall zockt mit Team Deathmatch ganz gewohnt. Dann wartet, bis ihr eine Lobby gefunden habt. Dann öffnet ihr schon mal die Konsole. Also ihr könnt schon vorher die Konsole öffnen. Gibt X-Party. X-Party. Go in klein ein. Und dann, wenn die Map kommt, drückt ihr auf Enter und seid gewarnt, es ist, falls euch die Map nicht gefällt, wo als erstes kommt, denn ihr könnt hier nicht voten. Es kommt immer die obere Map mitgestartet. Das heißt, wenn euch die Map jetzt zum Beispiel nicht gefällt, geht ihr raus aus der Lobby und sucht eine neue Lobby. So könnt ihr es machen. So, Raid ist eine ganz coole Map, vor allem für meine MP7. Team Deathmatch. So, dann geht nochmal die Konsole, dann gebt ihr klein geschrieben Spawn, Bot, Leerzeichen und Nummer 11 ein. 6 gegen 6 gewohnt. Ich glaube, mehr könnt ihr gar nicht einladen in das Team Deathmatch jetzt hat. So, also. Und ich weiß nicht, ich sterbe immer am Anfang. Ich weiß nicht wieso. Okay, ich hab schon lang. Ich hab's heute echt nicht, Alter. Die Bots sind heute ein bisschen stärker als sonst. Kommt mir das vor. Aber erstmal wieder fetter Headshot. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hab ihn aber noch. Huhu, Freunde. Also wie gesagt. Und ich glaube, der Sound ist zu laut. Den Sound brauchen wir jetzt auch nicht vom Spiel eigentlich. Ah, es wird schon passen, Freunde. So,
Also wir spielen jetzt kurz Deathmatch noch zu Ende. Haben wir ja Zeit, Freunde. Ach du Scheiße. So, ich bin wieder eingewohnt. Ich habe seit 2 Tagen nicht mehr Black Ops 2 gezockt. Ganze Zeit MW3, Mann. Nein, nein, nein. Die ganzen Bots, die haben immer einen Raketenwerfer oder eine Armbrust dabei. Keine Pistole. Und das Problem ist, die haben immer diesen Automatik-Knife-Bot drin. Das heißt, ihr seid eigentlich nicht schneller im Messern. Außer kommst du natürlich von hinten. Aber von hinten bist du immer der Schnellste. Also, das geht immer zack, zack. Habt ihr das gesehen? So. Alles klar. Da, da, dam, dam, dam. Wo sind sie? Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Und hat er uns gefunden. Aber wir haben noch die Hunde. So, noch ein scheiß Level. Dann habe ich einen Swarm freigeschaltet als Abschlussserie. Sie ist Geist. ARG. Hunde und der Swarm. Das sind meine 3 Lieblingsabschlussserien. Und der Orbi. Der geht auch noch, finde ich. Aber gegen Bots brauchst du den Orgi nicht. Also den Satellit. Obi, Orgi. Ich weiß nicht, was ich mit Obi. Ich sage Obi, genau, Obi heißt er. Ich nenne ihn mal Obi. Boah, jetzt bin ich verabgelenkt. Diese K9 Einheit Kill. 50 Kills mit Hundestaffel. Ich weiß noch damals auf Call of Duty 5. Weil mein letzter Tag war auch COD 5. Da hast du einfach ab 7 Abschüsse oder ab 8 Hundestaffel. Und hat einfach von die Bots, den Bot-Mod, hat einfach jeder die Hundestaffel vor mir gehabt. Darum empfehle ich eigentlich auch nicht für Call of Duty 5 einen Bot-Mod. Denn der ist richtig. Sind die richtig stark. Oh, den habe ich jetzt nicht gesehen, Freunde. Spiels. Wow, meine Teammates sind so schlecht heute. Headshot. Kein Headshot. Tap des Intervention. Also wie gesagt, die Bots haben nicht immer die gleichen Waffen. Okay, meistens schon, aber die, ich glaube, das sind alles Zufall. Auf jeden Fall macht der Modus richtig Bock. Also ist mit Abstand von der COD-Reihe der beste Bot-Modus, wo es Wii gab. Und MW2. Kann das super mithalten. Black Ops 2 und MW2. MW3 gibt es keinen offiziellen Support. Es soll angeblich vor dem Techno Gods Bot in der neuen Version einen Bot-Support geben. Aber ich warte schon sehnsüchtig auf die 2.8er Version, glaube ich, ist es. Soll angeblich einer dabei sein. Aber es kommt wahrscheinlich erst viel, viel später raus. Wie gesagt, bin gespannt, aber auf jeden Fall findet bei mir als erstes diesen Bot-Mod bei MW3. Denn ich suche ständig jede Woche nach neuen Forumen und neuen Infos. So, Freunde, das war's auch schon. Ja, ein gechilltes 50 zu 4. Ziemlich schlecht für mich eigentlich. Aber das sind wir wenigstens Level up. Nein, das ist mir nicht scheiße. Aber gerade so habe ich noch bekommen. Ja, die Schockladungen, weil die Bots, die haben die immer dabei. Vor allem auf Nuketown da, ey. Oder auf Skyjacket, das hat ihr richtig, richtig geflasht, man. Mit die Scheißdinger. Aber es macht Spaß. Movie Star und K9. Hallo? Achso, okay. Ah, sind wir schon Level. MP7 wieder 4. Und ich stelle mal schnell hier ein bisschen Laserzeichen an. Noch 20 Stück. 20 Headshots noch, Freunde. Okay. So, Freunde, ihr könnt es so oft hintereinander machen, also auch wenn ihr zu lange wartet, da läuft die Zeit nicht ab, sondern steht dann dort und sie sucht eine neue Spiele, also es wird nichts verändert. Also ihr habt da, könnt ihr immer drin bleiben.
Wenn es mal Pause macht, könnt ihr drin bleiben und einfach mal rauchen gehen oder ein Bier holen oder so. Dann könnt ihr dann wieder weiterspielen. Ganz einfach. Score Streaks ab Level 44. Genau, Orbi. Nicht Orgi. Orgi ist ein Rapper. Clantech, ich hab. Gib ihr einfach mal BMLP ein. Also mein Nickname. Bombano LP. Sich das speichert und ob ihr den eingeben könnt, das habe ich noch nicht ausgetestet. Aber ich denke, ja, es geht schon. Mal raus. Müsste ich vielleicht das Spiel neu starten. Aber okay, der Clantech speichert sich. Nur die Visitenkarten nicht. Also Emblem kann man nicht einstellen, Visitenkarten ändern sich nicht und ich weiß gar nicht, was da drin war. Ich habe erst 47 Spiele gemacht. Und ich glaube, ich habe sogar eins verloren mal. Das war Herrschaft, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen oder andere Wünsche habt, andere Tutorials, Vorschläge, könnt ihr ruhig machen. Schreibt es in die Kommentare, Freunde. So, also, das war's jetzt eigentlich. Wie gesagt, ihr könnt ihr alles spielen. Ihr könnt mal rumprobieren, ob die anderen auch gehen, aber ich spiele eigentlich zur Zeit die letzten paar Stunden eigentlich nur Team Deathmatch, weil es geht einfach zack, flott und man macht genug Kills, also Durchschnitt zwischen 30 bis 60. Ihr könnt auch natürlich auch Nuke Jacket zocken, Nuke Jacket. Da ist auch Sprengkommando oder Herrschaft dabei, auch Hardcore, Headquartier, Stock und Stein, jeden Scheißdreck, also jede Modi eigentlich dabei. Capture the Flag, Free for All, alles dabei. Wahrscheinlich irgendein Modi geht mit die Bots wahrscheinlich nicht so gut, dann spürt's dann immer, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht liegt's auch in den CC-Specs. Könnt ihr mal selber rausfinden, falls einer von euch alle CC-Specs hat, alles gekauft hat, alles ins Team gebombt hat und Mod ausprobieren will und dann spielt er mal 10 Stunden ohne einen Fehler, dann ist der Beweis wohl da, dass es nur mit DLCs einwandfrei geht. Vielleicht liegt's auch, man braucht die gecrackte Edition, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall die Steam-Version geht's auch einwandfrei. Kann sein, dass du die Skid Row brauchst, Vision. Es ist ja bei Black Ops 1 genauso. Da braucht ihr, geht's nicht mehr auf das Steam-Mission, den Bot auch nicht. Deshalb will ich da auch kein Tutorial machen. Zur Black Ops 1 Bot-Mod, wo man Prestige drücken kann, den Kampfmodus, Kampftraining. Also, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen, das habe ich schon gesagt, aber ich beende das Video jetzt. Und demnächst findet ihr ein Road to Prestige bei Black Ops 2, in dem ich noch ein, zwei Stunden Spiel auf 55 zu kommen. Ab dann beginnt mein Let's Play, meine lieben Freunde. Ich freue mich. Ihr auch? Ich hoffe es. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei meinen nächsten Videos. Haut rein, Freunde. Macht's nicht besser, macht's am besten. Adieu.